Herzlich willkommen bei Stuttgart 21 BauTV. Heute mal wieder ein Blick vom Turm. Und zwar als erstes auf den neuen Übergang, der auf dem alten Bahnsteig 8 gebaut wurde. Sicher haben den einige schon live gesehen. Wenn man den im Detail betrachtet, ist er nicht nur mit Dach, sondern mit Seitenwänden versehen und auch mit Isolierung. Ja, speziell für Frau, der ist gemacht worden, um eine Grube zwischen dem Steg und, wenn er weiter hinten gebaut wird, zu eröffnen. Dafür muss ja das Dach abgebaut werden und das kann man nur abbauen, wenn keine Leute unten laufen. Und das ist jetzt die Vorgehensweise. Also den in Betrieb nehmen, den anderen deaktivieren, den auf Ansteig 6 und dann das Dach abbauen und dann die Grube eröffnen. Was wir noch schön sehen ist, dass die Baustelle ein bisschen Richtung Keller gegangen ist. Da werde ich von der anderen Seite nochmal filmen und mal hier unten reinschauen. Da ist der Blickwinkel von oben zu steil. Und nun noch der Blick von der anderen Seite hier raus auf das fast fertig installierte Förderband. Ich schätze, das schauen wir uns von unten auch gleich nochmal an. Bis gleich. Mittlerweile unten angekommen, Blick auf den neuen Übergang und auch die alte Wand. Wir sehen, dass die bis bündig abgetrennt wurde. Im oberen Bereich schon älter ist sie geschnitten worden. Und jetzt haben sie in der letzten Zeit noch das Stück Wand demontiert, das bis hier
bis hier vorne ging. Na, noch eine Sekunde. Ja, bis hier. Und Bahnsteig 8. Zugang ist ja nur mit diesen Holzplatten verschlagen. Also nehmen wir mal an, der wird bald geöffnet. Im Vergleich zu Bahnsteig 7 Zugang, der ja komplett zugemauert ist, der ist dicht. Die Regenrinnenversorgung ist auch umgelegt worden. Also kann es bald beginnen mit der Öffnung des neuen Übergangs. Ja, und hier haben wir einen schönen Blick in den Kellerbereich. Gut zu erkennen, die Stahlträger, die das Gleis 16 trugen. Und ich bin sicher, wir werden noch einige andere Einblicke bekommen in diesen Kellerbereich. Mittlerweile im Schlossgarten angekommen. Ein Blick zurück zum Turm mit angenehmer Straßenmusik. Und wir schwenken mal rüber. Auf das Förderband. Und hier können wir sehen, am Boden liegt das nächste Element. Paul steht bereit. Ist also anzunehmen, dass es am Wochenende über die Straße gelegt wird und bis zum Wagentunnel Anschluss findet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Einen habe ich jetzt doch noch, wobei ich das Hinterteil von Pauli jetzt gar nicht gemeint habe, sondern eher den Blick auf die Verlegung der Straße, die wieder stark nach rechts verschwenkt, damit für den Bau der neuen Staatsgalerie Platz ist, auf der jetzigen Fahrspur, um nach unten zu gehen.